Und schon wieder zurück bei Anno 1800. Ja, und wir sind ja immer noch in der neuen Welt, in der originellen Siedlung La Isla. Ja, und wir müssen eine Insel für Jornaleros, 50 Stück auf La Isla, bauen. Erfüllen Sie Isabel Sarmentos Forderungen, um den Kaufvertrag für Prosperity zu erhalten. Ich verstehe. Die Gute sitzt ja hier unten. Eine Insel haben wir schon entdeckt. Was wächst denn hier auf... was haben wir denn? Warte mal, hier. Bananen... Zuckerrohr, Mais und Kaffee. Oh, Kaffee. Oh, ganz wichtig für die Leute in Neu-Duisburg. Die sind dann nämlich immer sehr beschäftigt. Naja, wir haben ein Schiff hier, das mit, immer noch mit Schnaps und mit Kanonen beladen ist. Das ist immer noch die beste Zusammenstellung einer Exkursion, die ich jemals gesehen habe. Wir gehen mal auf die Weltkarte. Uns wurde ja mittlerweile auch schon eine neue Expedition angeboten, ne? Isabel Sarmento braucht Hilfe, um ihr Volk zu schützen und es vor der bevorstehenden Bedrohung zu schützen. Was? Okay, jetzt machen wir schützen. Zu diesem Zweck hat sie La Isla an sie überschrieben. Sie bittet darum, dass sie zunächst ihren Flüchtlingen Asyl gewähren. Vielleicht kann sie ihnen dann mit den Prosperity-Papieren vertrauen. Okay, können wir machen. Wir gehen nochmal in die alte Welt. Wir müssen jetzt einfach mal... Ich habe noch ein paar Sachen hier gebaut und das würde ich gerne erstmal kontrollieren. Denn hier läuft der Hochofen für... Achso, das ist ja nochmal Stahlproduktion. Wir hatten ja genug... hier. Wir hatten ja mehr als genug Eisen und Kohle. Und ich wollte ein bisschen mehr hiervon herstellen. Und die Kanonengießer... Die sagenhaften Länder existieren wirklich? Ist das so? Eine zoologische Expedition. Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele davon. Können wir bei Zeiten machen, aber noch nicht jetzt. Wir haben auch noch keinen Zoo, also lohnt es sich noch nicht wirklich, eine zoologische Expedition zu starten. Richtig, ich hatte eine Konservenfabrik gebaut. Die müsste jetzt eigentlich auch... Mal gucken, wie sie denn läuft. Wo haben wir denn Konserven? Hier unten zwei. Wir haben jede Menge Fleisch und Paprika, aber nicht genug Gulasch. Das heißt, wir könnten theoretisch mehr Gulasch herstellen. Nähmaschinen laufen jetzt auch. Das bedeutet, die Leute hier sind... So viele gleichgesinnte Seelen. Ja, so viele gleichgesinnte Seelen. Ist das nicht schon... Oh, oh, oh. Zeitung. Was? Zeitung? Was ist denn mit der Zeitung? Achso, wahrscheinlich ist irgendwas rausgekommen, was nicht gut ist. Die Bierproduktion, sie läuft nicht mehr so, wie sie laufen sollte. Das habe ich befürchtet bei so vielen Handwerkern, dass sie irgendwann halt auch mehr Bier haben wollen. Jetzt ist die Frage, woran fehlt's denn? Hopfen haben wir genug, Malz haben wir jede Menge, aber wir haben wahrscheinlich keinen Weizen mehr. Doch, 73 Weizen haben wir noch. Wir könnten ja nochmal Weizen machen, denn das Malzwerk macht ja... Wobei, nee, wir haben mehr als genug. Es fehlt, glaube ich, tatsächlich einfach an Hopfen. Ja, die haben nicht genug Hopfen. Hier, es fehlt an Hopfen. Okay, wir müssen hier drüben Hopfen anbauen, denn hier haben wir unsere Hopfenfarm. Dann baue ich doch direkt mal eine. Dann kann man nämlich direkt mehr... Also, das Schiff nimmt ja sowieso jede Menge Hopfen, so viel wie möglich mit rüber. Ach nee, hier unten ist ja das Holzgebiet. Könnte ich das hier bauen? Noch eine Farm? Würde wahrscheinlich sogar passen. Wie gesagt, ich mache das ja immer relativ chaotisch. Chaotisch. So. Das ist hier jetzt einfach noch eine Hopfenfarm. Und ich glaube, wir könnten sogar noch eine zweite dazu gebrauchen. Theoretisch könnten wir die doch einfach... Warte mal. Wir könnten die doch einfach hier hinsetzen. Dann machen wir hier den Weg weg. Und dann haben wir hier genug Platz für die Felder. So, nämlich schön in die Stadt integriert. Das mag ich am liebsten. Dann haben wir aber noch ein bisschen was frei. 89 von 96. Okay, wir können den Weg hier oben auch anders setzen. Wir können den auch hier hinsetzen. Dann machen wir den so rum. Und dann können wir den da wegholzen. Das ist ja quasi sowieso nur der Zugang zur Stadt. Also nur der Zugang zur Stadt. Und dann haben wir wieder zwei weitere Hopfenfelder, die dann hoffentlich genug Hopfen rüberbringen. So, und schon reicht's. Ach, da können wir die Straße auch anders... Können wir es auch ein bisschen hakelig machen hier so, ne? Und dann können wir hier oben noch ein anderes Gebäude hinsetzen, je nachdem. Hier hatten wir ja ein bisschen freigeräumt. Das heißt, hier wird wieder ordentlich Hopfen nachproduziert, der dann hier verarbeitet wird. Wir haben also hiervon wirklich mehr als genug. Das Einzige, was wir dann noch brauchen, ist Weizen. Sollte ich hier vielleicht auch nochmal... Ja. Vielleicht kann ich hier unten noch irgendwie... Wobei, das wird wahrscheinlich zu klein sein für ein Weizenfeld. Oder hier. Ah, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Warte mal. Wobei, diese Straße hier, die wird schon gebraucht. Ich reiß hier mal die Deko weg. Die brauchen sie im... im Arbeiterparadies brauchen sie keine Deko. Das ist völlig abstrus. So, und wenn ich jetzt hier diesen Weg wegreißen würde... Und diesen ebenso...
Und dann müsste ich gucken, ob das hier klappt. Da ist auch noch Deko, ne? Na, die lasse ich mal stehen. Wir gucken mal, ob das mit der Weizenfarm hinhaut. Weil dann können wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Weizen produzieren. Wir haben mehr als genug Bauern dafür. Das ist nicht das Problem. So. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier hinten reinkommen. Oh, komplett. Ach, guck mal, das passt ja perfekt. Das ist ja großartig. Da kann die Deko sogar hier stehen bleiben. Mehr noch. Ich kann hier noch mehr Bäumchen hinstellen. Das ist ein kleines Bäumchen. Nehmen wir mal eine alte Tränke hin. Die steht jetzt aber falsch rum. Das ist ein bisschen doof. Warte mal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist so, die muss natürlich zum Weg hin gedacht sein. Und hier machen wir noch ein Blumenbeet. So. Dann haben wir auch noch eine Weizenfarm. Und dann sollte das eigentlich klappen. Und wenn wir dann wirklich sehen, dass wir genug Ressourcen haben, um das Bier auch herzustellen, können wir auch noch eine neue Bierbrauerei dahinsetzen. Denn auch Handwerksarbeitskräfte haben wir hier tatsächlich mehr als genug. Wie sieht es denn mit den anderen Bedürfnissen aus? Ja, Rum brauchen die. Ansonsten ist alles gut gedeckt. Das ist gut, das freut mich. Wie sieht es denn aus? Wir hatten ja noch neue Gebäude, die wir bauen können, ne? Wir können einen Zoo bauen, eine Rumbrennerei können wir auch bauen. Brauchen wir aber Zuckerrohr und Holz. Das heißt, wir müssen dann auf der Plantage Zuckerrohr holen und das hier hinbringen. Ich verstehe. Pelzmäntel. Oh, da brauchen wir... Oh, oh, da fällt mir gerade ein. Hier können wir zum Glück... Jagdgründe. Ah, sehr gut. Ich bedauere die Arbeiter. Im Angesicht ihres müßigen Tagewerks weiß ich wieder, wie glücklich ich mich schätzen darf. Ja, das ist richtig. Ich bin froh, dass du das erkennst. Was haben wir hier? Baumwollplatz. Die Feierlichkeiten sind beendet. Das Stadtfest in Neubamberg? Was haben die denn in Neubamberg gefeiert? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Baumwolle? Haben wir denn irgendwo... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Baumwolle ist wahrscheinlich in der neuen Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ist. Das wird wahrscheinlich eher was sein, was in südlicheren Gefilden wächst und nicht hier. Das heißt, wir werden Baumwolle auch her transportieren müssen. Ein Hospital. Ein Hospital scheint mir eine gelungene Investition zu sein. Vor allen Dingen, da es immer mal sein kann, dass unsere Leute krank werden. Ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen umsortieren. Müssen wir wieder hier... Hier müssen wir wieder zwei Häuser rein weg. Das bedeutet, ich fange wieder an rumzuschieben, denn ich würde das Hospital gerne auch in der Nähe hier haben. Vielleicht auch hier oben neben der Schule? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich setze es... Wobei, eigentlich... Pass auf, ich mache es folgendes. Wir setzen diese Bauernhäuschen, setzen wir mal hier vorne hin. Dann können wir nämlich diese hier hinten hinziehen. Und können... Genau, ich setze... Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Ja, dann vertraue deinem Instinkt und vertraue mir. Dann ist alles gut. Aber das hast du ja anscheinend nicht vor. Na gut, ich werde es mir merken. Ich werde es mir merken, meine Beste. Ich werde es mir merken. So, dann wäre nämlich hier das Hospital. Das ist nämlich ein perfekter Baugrund dafür. Das müsste die Front sein, oder? Nee, das ist die Front. Oder? Hä? Nee, das ist die Front. Ah, endlich können unsere Leute auch gesund werden. Im Bau bildet Ärzte aus und Krankenschwestern. Sehr schön. Und das auch in der Nähe der ganzen zentralen Gebäude in unserer Siedlung. Können wir die Siedlung hier hinten noch erweitern? Ja, so wird das laufen. So, ich würde gerne den Markt... Ach so, guck mal hier. Ach, hier können wir auch direkt sehen, wie die Bedürfnisse erfüllt werden. Hier sehen wir alle Bedürfnisse. Bier halt und dann ansonsten wird alles gerade erfüllt. Ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass das so gut läuft gerade. Hier wird auch alles erfüllt, bis auf Brot. Das könnten wir sogar noch herstellen. Weil wir haben doch Brot hier. Warte mal. Was brauchen wir denn für Brot? Ja, Weizen und Mühle und eine Bäckerei. Die Frage... Oh, wir müssen hier schon... Ich habe schon gesehen. Ja. Wir müssen Bauernhäuser bauen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich hab's doch schon gesehen. Deswegen baue ich doch schon neue Häuschen, damit neue Leute herziehen. Wir sind schon tot. Waffenstillstand gegen Bezahlung von 60.000. Soll dich der Teufel holen? Soll dich doch der Teufel holen? Ich hab hier gerade, ich erinnere mich, hier. Da. Die Santa Maria, mein Linienschiff, ist gerade vom Stapel gelaufen. Wird euch alle vernichten. Ich könnte noch eins bauen. Ja, ich mache auch direkt ein neues. Und ich könnte noch eins bauen. Und noch eins. Und noch eins. Und dann habe ich kein Holz mehr. Aber Waffen habe ich noch genug und Segel auch. Da könnte ich noch eins bauen. Und wenn ich eine Flotte von 5 oder 6 von diesen riesigen Linienschiffen habe, dann geht's aber so richtig rund. Dann geht's so richtig los. Wo ist denn eigentlich mein Flaggschiff? Das vermisse ich gerade irgendwie. Oktopus.
Hier, Liberté. Wo ist die Liberté? Ach, da. Warum ist sie... Was macht sie? Ja gut, ich denke nicht weiter darüber nach. Majestät ist nicht zugegen. Nur Wärmetauscher, Trefferpunkte plus 15%. Aha, Dampfschiffe, Hammer nicht. Bewegungsgeschwindigkeit plus 7, Rathaus, Unterhaltskosten, Reichweite für Marktplätze und Bankhaus. Interessant, königliche Handelskarte. Nee, ich wollte ja eigentlich Personen holen, ne, für meine Schiffe, damit ich die mal ein bisschen besser ausstatten kann. Und ich glaube, die besten Sachen gibt es immer noch hier im Gefängnis zu holen. Achtung, Admiral anwesend. Das Schiff sucht, verfolgt und greift feindliche Ziele an, bis sie das Gebiet verlassen. Dann kehrt es in seine Ausgangsposition zurück. Santa Maria Linienschiff und dann haben wir hier die Oktopus und die Springmaus. Das gefällt mir gut. Guck mal hier, wie mächtig das Schiff auch aussieht. Ui. Oh, warte mal, was ich mal gerade machen könnte. Nur so aus Spaß. Ich muss das gerade mal machen, kleinen Augenblick. Ah, und währenddessen können wir mal überprüfen, wie es dann hier aussieht, wenn... Weil die Bierproduktion müsste jetzt eigentlich dann doch in die Höhe schießen. Na, ich denke mal, das hängt auch davon ab, wie viel jetzt letztlich dann rübergebracht wird. Sind denn die Arbeitskräfte... Jawohl, guck mal, die Arbeitskräfte sind wieder zurück. Wir haben zwei neue Hopfenplantagen. Alles... Ach so, hier, habe ich ganz vergessen. Immer noch nicht genug. Okay, dann muss ich hier den Weg vielleicht auch nochmal wegratzen. Dann machen wir den an einer anderen Stelle nochmal hin. So... Jetzt aber. Und schon passt der Weg wieder. So, und jetzt wird hier auch hoffentlich genug Hopfen hergestellt, um hier hinten die Leute mit Bier versorgen zu können. Wie sieht's denn aus? Wir haben keinen Hopfen, aber jede Menge Malz. Ja gut, sie haben wieder Hopfen. Sie können wieder produzieren auf 100%. Müssen wir gucken, wie gut das mit der Versorgung auch dann hinhaut. In die so. Takelage! Nochmal gerade hier so. Ja, das, ihr werdet sehen, warum. Kurs setzen! Denn jetzt gehe ich mal gerade nochmal... Ich muss das leider machen. Es ist immer so faszinierend für mich, diese... Ah, jetzt stehen wir hier am Pier. Und da vorne liegt unser Linienschiff. Ah, ist es nicht schön. Wie unser ganzes Land hier überhaupt mit ganz vielen Schiffen besetzt ist auf einmal. Wenn man hier am Hafen steht, dann hat man wirklich das Gefühl, auf in die weite Welt. Es ist großartig, es gefällt mir so gut, so unfassbar gut. Und wenn ich jetzt mal hier stehen würde, muss ich mal über die Felder gucken hier. Mit den Bergen im Hintergrund, oh, das ist so schön, so schön. Machen wir mal einen kleinen Spaziergang durch unsere landwirtschaftlichen Betriebe, oder? Und hinten steht das Lagerhaus. Oh, wie hier gearbeitet wird. Oh, wir können ins Lagerhaus reinschauen, durchs Lagerhaus durchschauen. Hier wird Bier produziert. Das sind ja unsere Bier. Oh, guck mal hier. Was wächst denn hier nochmal? Ach, hier Paprika habe ich hier angepflanzt, genau. Ich erinnere mich. Die Sonne da oben. Oh, 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 oh. Hä? Was macht denn die Sonne da? Oh, das ist gar nicht die Sonne. Na doch, wahrscheinlich schon. Na gut, ich sonst versinke ich hier die nächsten 3 Stunden in der Bewunderung der Landschaft. Feuer wütet in einer ihrer Fabriken. Wo denn? Ist die Feuerwehr schon unterwegs? Was ist denn Fliege hier? Meine Güte. Aber ich glaube, die Feuerwehr... Ah, die Feuerwehr ist unterwegs. Lukrativer Auftrag. Oh, ein Zoo, Dschungel des Ostens. Was möchtest du denn von mir? Wenn man so lange in einem Beruf wie meinem tätig war, entwickelt man so etwas wie einen sechsten Sinn und irgendwann lernt man, auf diese Ahnungen zu vertrauen. Segle mit mir und lass uns hoffen, dass mein Gefühl mich trügt. Madame Kahina bietet Ihnen eine Gleitschutzaufgabe. Ich nehme die mal an. Ich hoffe, du findest es aufregend. Ich hoffe auch, dass ich es aufregend finde. Der Admiral. Wo muss ich denn da hin? Da unten. Ah, okay. Ich schicke mal meine beiden Fregatten, die sind eigentlich ganz gut ausgerüstet dafür. Hat der nicht... Achso, der hat ja noch das hier dabei. Unterhaltskosten, Attraktivität. Na gut, nicht so schlimm. Guck mal gerade. Ich lasse mir tatsächlich ein bisschen Zeit mit der Kampagne, weil ich habe auch gehört, die Kampagne ist gar nicht so lang. Eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Handelskammer, Produktivität für Bohrtürme.
Unterhaltskosten minus Polizeireviere. Oh, gelöscht. Die Inspektorin. Handelskammer, Arbeitskräfte erforderlich minus 20 für die Nähmaschinenfabrik. Großzügiger Gastwirt. Beeinflusste Wohngebäude. Zusatzeinkommen plus 2. Einwohner erbringen zusätzlich Einkommen aus Wirtshaus. Oh. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Wirtshaus erfüllt ist, erhalten Kirche. Oh. Und ein erfahrener Pflanzer. Pflichterfüllung wird belohnt. Anzahl Module plus 25. Den nehme ich mal mit. Der Beleg ist für meine Unterlagen. Ein erfahrener Pflanzer ist gar nicht mal so schlecht. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, Getreide, Paprika und Weinberg. Das ist gut. Aber da wir Getreide ja hier oben noch selber herstellen und das auch für die Weinproduktion durchaus hier oben machen wollten, wobei auch für die Brotproduktion brauchen wir es ja. Ne? Wobei, wir haben genug eigentlich hier. Aber wenn wir mal Weinberge oder Paprika, ne? Paprika zum Beispiel wäre auch eine ganz gute Idee. Deswegen schicke ich den doch jetzt erstmal hier hin. Ich kann ihn später immer noch woanders hinschicken. Unsere beiden Fregatten sind unterwegs. Das ist gut. Hier sind die Arbeitskräfte gut verteilt. Hier sind die Arbeitskräfte gut verteilt. Und wir gucken nochmal gerade, wie es denn aussieht. Ach, guck mal da. Plötzlich ist der Bedarf nach Bier erfüllt. Zwar keines im Lager, aber der Gesamtbedarf ist erfüllt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ja, uns dann alsbald auch mal mit den Dingen beschäftigen, die da aus der neuen Welt kommen. Denn jetzt haben wir, glaube ich, hier erstmal alles erreicht, was wir erreichen können. Hier werden fleißig Linienschiffe produziert. Und irgendwann haben wir eine Flotte, mit der wir die gute Dame hier von vorne bis hinten kaputt schießen. Sie meine, mag hübsch aussehen. Ja, sie hat halt auch, guck mal, sie produziert auch im laufenden Band neue Schiffe. Das ist schon ein bisschen, wir müssen uns da vorbereiten. Er hat auch jede Menge Fregatten. Also wir werden schon eine ordentliche Kriegsflotte brauchen, um die gute Dame irgendwie in Schach zu halten. Da habe ich größte Befürchtungen. Wunderliche Stadt. Naja, aber, ach so, was mich interessieren würde, warte mal. Ich muss mal gerade das ausprobieren, ob das hier auch geht, ob das überall geht. Das geht, nein, das geht tatsächlich nur auf Inseln, die wir auch. Ja, das habe ich befürchtet. Ich dachte, ich könnte mich da jetzt einfach mal in seine Stadt rein teleportieren und versuchen, da mal reinzuschauen, aber das geht leider nicht. Gut, wir halten das mal im Auge. Und wie sieht es mit unseren anderen Rohstoffen aus? Ich möchte halt nicht, dass wenn wir in der neuen Welt sind, plötzlich... Ja, bleibt gleich, bleibt gleich. Die Waffenruhe wurde beendet. Nimmt stark ab, ist aber auch nur, weil wir ganz viel gebaut haben. Fenster kriegen wir jetzt auch deutlich mehr, weil Glas... Ich könnte sogar noch eine Fensterfabrik bauen, aber das ist, glaube ich, sinnlos. Ich wollte noch eine Gulaschfabrik bauen, ne? Wobei wir auch erstmal ein bisschen sparen können hier. Gucken wir mal. Wir gehen mal gleich rüber in die neue Welt und dann gucken wir uns das mal an. Aber erstmal muss ich hier diesen Auftrag erfüllen. Denn dann kriegen wir schon ein Tier für unseren Zoo. Und jeder kennt ja den berühmten Duisburger Zoo. Da sollte jeder mal gewesen sein. Der ist wirklich schön. Es gibt tatsächlich, es ist ganz kurios, es gibt ja im Ruhrgebiet relativ viele Zoos oder Zonen, Zoo-Attika, die wirklich, wirklich richtig schön sind. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr mal in der Gegend seid. Macht einen Abstecher in den Zoo. Und es gibt einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt hier in der Gegend. Ich glaube, der ist in Mülheim. Dieses Schiff nicht verlieren. Musst du dir keine Sorgen machen, bin ich da. Oh, oder auch nicht, weil meine Schiffe sie gegenseitig behindern. Das kann natürlich auch passieren. Jetzt, ach komm, fahrt einfach. Flotte geht auf Fahrt. Das ist ja furchtbar mit euch. Wenigstens haben sie jetzt ein bisschen Wind. Haben wir denn hier irgendwo Feinde? Ach, gucke mal da. Wer kommt denn da angeschippert? Was ist denn das? Treibgut. Okay. Ach so. Ach, guck mal da. Flotte zum Angriff. Ich hoffe, ich bin schnell genug, um da hinterherzukommen. Das ist die andere Frage. Und hier sind die ganz vielen Schiffe von... Ach, das ist Pocahontas von Prinzessin King. Na, nun eilt euch mal ein bisschen, ihr lieben Fregatten. Ich weiß, ihr seid stark zurückgefallen, aber das Schiff könnt ihr auch einfach mal anhalten. Das wäre deutlich einfacher. Na. Na. Na gut, wir haben eins von ihnen zerstört. Das sollte eigentlich schon reichen, damit das Schiff hier vorne ankommt. Also, da kann mir keiner sagen. Und jetzt sind wir auch hier richtig schnell dabei. Und wenn die, und wenn die Segel erstmal fertig sind, dann ist sowieso vorbei da unten. So, sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit.
Oh Mensch, was ist denn mit dir los? Auf den Insel sehen Sie hierhin Kainas großzügiger Klipper und holen Sie sich Ihre Belohnung. Der ist da oben bei uns. Na gut, dann segeln wir mal dahin. Oder wir können auch mit dem hier, glaube ich, hierhin segeln. Du kannst mir nichts verheimlichen. Nein. Ich dachte mir schon, dass du gut bist. Das habe ich schon öfter gehört. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Immer dasselbe mit dem alten Harold. Wir haben unseren Protest für den 19. geplant, aber nein, er geht am 9. ganz allein. Sein schlechtes Gehör kostet uns noch unseren Ruf. Bringen Sie ihn bitte zum Schweigen. Aber sicher doch. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Finden Sie den alten Harold? Okay. Könnte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Eine Expedition erreicht das Undenkbare und überwindet auf dem Weg zum Ziel. Die Qualität ihrer Stadt hat sich verringert. Zahllose Hindernisse. Wir haben Monstern getrotzt, realen wie Eingebildeten, setzte der stolze Kapitän an, bevor wir ihn unterbrachen. Eine große Menschenmenge nahm die Helden in Empfang. Können wir so veröffentlichen, ist alles in Ordnung. So, wo ist denn jetzt der einsame Rebell? Ah, den kann ich jetzt nicht finden, oder was? Wo ist er? Hä? Er wird mir gar nicht angezeigt. Finden und holen Sie alter Harold. Aber er wird mir nirgendwo angezeigt. Bei allen anderen bekomme ich. Oder ist der in der neuen? Das will ich aber nicht hoffen. Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Wirst schon sehen. Nein. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, tut mir auch sehr leid, aber das geht leider nicht. Wirklich nicht. Admiral anwesend. Hier ist die Liberté, die hat den... Achso, die hat hier diesen erfahrenen Pflanzer mit dabei. Produktivität und Anzahl Module. Getreide, Paprika und Weinberg. Können wir hier auch Wein anbauen? Nee. Das, vielleicht wird er irgendwann mal nach Neukölln übersiedeln. Wobei, der könnte eigentlich jetzt schon in Neukölln siedeln. Wir wollten ja hier auch Brot herstellen, ne? Das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, weil wir hier auch Wein herstellen können. Komm, wir schicken den nach Neukölln. So, und diese beiden... Gott erwartet Befehle. Schicken wir mal ein Stück weiter raus. Du gehst auch mal ein Stück weiter hier hin. Hier wird natürlich fleißig am nächsten Linienschiff gearbeitet. Und wir können sogar noch eins herstellen. Und noch eins. Ach ne, noch eins können wir nicht herstellen, weil uns wieder... Jetzt fehlen uns Kanonen. Okay, aber dann haben die ganzen Kanonen, die wir hergestellt haben, auch endlich mal einen Sinn. Wobei, wir könnten hier noch unseren Hafen beschützen, indem wir hier... Ne? Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Ja, du hast vor kurzem erst deine ganzen Inseln verloren. Meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. So ein Volltrottel, ehrlich. Hier, diese Kanonen, die könnten wir noch bauen, ne? Auf dieser Insel 0. Damit wir uns hier ein bisschen verteidigen können. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ja, ich denke schon. Pass auf, ich will natürlich nicht die Routen jetzt hier irgendwie unterbrechen. Aber wir könnten einfach hier vorne sagen, wir fangen hier mit der Verteidigung an. Wobei natürlich der Hafen hier das Wichtigste ist. Vielleicht direkt neben dem Kran. Das wäre eine Möglichkeit. So. Haben wir auch endlich mal eine richtige Kanone an unserem Hafen gebaut. Wir können auch noch kleine Kanonen bauen, kleine Geschützstellungen. Die sind, glaube ich, etwas flinker und wehrhafter. Also nicht wehrhafter, aber etwas flinker, haben dafür eine geringere Reichweite. Und eine haben wir ja sowieso schon an unserem Kontor hier, ne? Da sieht man diese große Kanone, die hier steht. Wenn wir die hier an die Lagerhalle bauen... So, dann haben wir ein bisschen Verteidigung für unsere Siedlung, falls die olle Schrulle doch mal auf die Idee kommt, ne, schlimme Dinge zu tun. Und das könnte schneller passieren, als uns lieb ist. Deswegen bin ich auch gerade sehr froh darüber, dass wir anfangen, eine richtige Flotte aufzubauen. Denn die werden wir zur Verteidigung brauchen. Denn es missfällt mir doch sehr, dass sie hier an allen Ecken und Enden, guck mal, was sie hier gebaut hat, ne. Wir werden da ewig viel brauchen, um da durchzukommen. Und auch hier wahrscheinlich... Ja, die verteidigt schon richtig ordentlich. Also die haut rein. Ich bin mal gespannt. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt daran machen, die Quest hier zu erfüllen. Na, den Harold hier. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Die Welt, einsamer Rebell. Oh, die Welt, einsamer Rebell. Die Welt? Ist der vielleicht... Dö, da ist die zoologische Expedition, die wir noch machen können. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts. Hier unten ist noch was. Oh, bin ich ganz übersehen. Eine Expedition, zwei Expeditionen, da kriegen wir neue Tierarten. Hier oben ist tatsächlich... Es gibt ja schon die Ankündigung eines DLCs, was hier oben diese Region betrifft. Und da vermute ich mal, dass...
Ja, die Welt, hier habe ich keine. Ihre Reise. Boah, ich guck mal, wie das ist mit dem Rebellen, ne? So, wir kümmern uns aber nächste Folge erstmal um den Aufbau einer Siedlung für die Damen und Herren von Isabel Sarmento. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und warum kriege ich jetzt hier plötzlich die Karte aufgedeckt? Hier war ich doch überhaupt nicht. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Hat irgendwann vorhin gebaut. Okay. Bin doch gar nicht... Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Ach so, das ist das Inselkonto, wo sie schuften müssen, ne? Und was haben wir hier? Was ist das? Ach, hier hat unsere Verbündete... Hat die für uns die Karte aufgedeckt? Ah, okay. Na, die Insel sieht schön aus. Ich glaube, die werde ich ihr bei Zeiten mal wegnehmen. Guck mal hier, dieser matschige Fluss, der sich hier runterschlängelt. Die Insel sieht schön aus, die nehme ich hier bei Zeiten weg. Also Prinzessin King, es tut mir sehr leid, aber geht nicht anders. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.